Busse reicht's. Erst ein bisschen old, aber Sitze sind bequem. Und war der billigste. $35 hin und zurück. Kann man nichts anderes erwarten. Busfahrer ist nett. Vielleicht überleben wir es, ja. Vielleicht überleben wir es, vielleicht auch nicht. Aber Busfahrer auf jeden Fall nett. Wir sind eingestiegen und da hat er gleich erzählt, wo man billig essen kann in Whistler. Und ja, echt cool. Vielleicht haben wir nachher ein wenig gute Aussicht. Dann fühle ich mich auch nochmal. Wir sind angekommen, 2 Stunden in die Fahrt. Aber geiles Wetter. Leider soll es die nächsten Tage nicht mehr so geil sein. Naja, wir hoffen das Beste. So, das ist unser Zuhause für die nächste Woche. Das hat man vorhin nach dem Supermarkt gefragt. Und dann sagt der, direkt vorne dran ist einer. Da drüben. Ein ganz kleiner. Und so 10 Minuten entfernt, das ist noch ein größerer. Dann sind wir extra runtergelaufen, 20 Minuten ein Weg. Dann war das so ein scheiß Bioladen, alles ultra teuer. Jetzt sind wir gerade da rein. Nur Schnäppchen, alles um die Hälfte billiger. Selbst billiger wie gestern in Vancouver, wo wir die ganze Zeit rumgetigert sind. Naja. Genau, hier ist noch ein Kaffee. Hier ist die Theke. Und jetzt mal gucken, unser Zimmer ist. Wir haben Helm nach dem Hostel bestellt für 40 Euro. Der ist gerade gekommen, alles top. Oh, sorry. So, Skier sind auch schon da. Wir haben uns gerade eingestellt und ausgesucht. Läuft perfekt. Ich starte jetzt mal mit der Hostel-Rundgang. Hier sieht es so aus, weil ein Rohr geplatzt war. Das müssen wir ein bisschen reduzieren. So, der Bad, Dusche, Toilette, da sind noch andere. Und das ist unser Raum. 4 Betten drin. Und das ist echt neu, das Hostel. Geiler Ausblick. So, jetzt gehen wir mal in die Küche. Also der Wasserschaden ist erheblich. Nur so ein kleines Stück. So, jetzt gehen wir in die Lounge. Billardtisch. Und jetzt gucken wir mal ins Fernsehzimmer rein. Das ist geil, oder? Wie im Kino. So, erste Küche. Kühlschränke fürs Essen. Hallo. Und hier ist der Essensraum. Und wegen Zwiebeln. Ich hab's schmeckt. Guten Robert. Warte halt.